Herzlich willkommen bei Pot of Gaming hier in einem neuen Video. Wir sind immer noch an den Deck-Analysen dran, so dass wir die natürlich noch fertig kriegen für die Weiße Jetzt Dortmund. Das Event steht ja jetzt quasi schon direkt vor der Tür und ich werde euch jetzt täglich mit einem Video versorgen, so dass ihr quasi perfekt vorbereitet seid und natürlich am Ende auch ein gutes Result erzeugen werdet. Wir schauen uns heute Flander und auch Rescue Ace an in dem Video. Das sind beides auch Decks, die ich relativ relevant finde. Und über die möchte ich auf jeden Fall gerne sprechen, analysieren und schauen, wie das Ganze weitergeht. Und nochmal kurz zusammenzufassen, was quasi in diesem Video passiert, ist es so, dass wir uns das Deck anschauen. Wir schauen uns quasi das Endboard an, wir machen eine kurze Analyse darüber, über die Stärken und Schwächen des Decks. Dann schauen wir uns die guten Non-Engine-Karten dafür und die auch dagegen sind an. Und das Ganze machen wir dann auch nochmal mit Sideboard-Karten, die quasi dafür und dagegen sind. Als nächster Schritt machen wir dann natürlich ein Fazit, um zu schauen, okay, und das Deck zu ranken. Wie sieht's aus? Welche Position hat das Deck aktuell in meinen Augen im Meta? Und wie gut kann es natürlich dann auch in der YCS performen? Und als letzter Schritt zeige ich dann nochmal zwei, drei Decklisten und wir unterhalten uns da über die Card Choices. Auf geht's rein! Wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und gerne auch Kommentare, ich freue mich darüber sehr. Das hat jetzt die letzte Zeit sehr gut geklappt. Ich freue mich, dass die Videos sehr gut ankommen bei euch. Und da muss es natürlich dann auch gerne weitergehen. Auf geht's, wir gehen rein und fangen an mit Rescue Ace. Da sind wir schon bei Rescue Ace dann quasi dran. Das Deck ist ein Grind Deck, es hat starke Monster. Es kann auch damit schnell OTKs machen, ne? Und das Ziel des Decks ist quasi, dass man vier Karten settet mit dem Rescue Ace Turbulancer. Das ist der gute Herr hier. Turbulence und damit das Spiel dann quasi kontrolliert und dann schnell danach ein OTK quasi hinterher drückt. Man hat viele Ressourcen und Optionen im Hand und Grave. Grave damit ist gemeint, dass man Sachen entfernen kann, um noch mehr Monster von der Hand spezial zu beschwören oder natürlich auch Sachen vom Krito spezial beschwören kann und ähnliches. Die Spell und Chips haben immer Zusatzeffekte, die quasi auch damit reinspielen. Dann ist quasi das Endboard hier, man hat den Turbulencer, man hat die ganzen Quickspells oder Traps dazu, bloß noch eine Non-Engine-Karte. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Meistens hat man noch Non-Engine-Karten dazu, die dann das Ganze wirklich schwer machen zu outen. Wenn dann einmal der Effekt durchgekommen ist und man hat noch ein, zwei Non-Engine-Karten dazu, wird es wirklich schwer für den Gegner. Theorie-Stärken und Schwächen. Man kann sehr viel Non-Engine spielen in Rescue Ace. Das kann man in vielen Decks mittlerweile, aber auch gerade hier ist es wichtig, dass man viele davon spielt. Es ist wenig anfällig gegen bestimmte Handtraps. Es gibt Handtraps, die sind gut dagegen, aber es gibt auch viele Handtraps, die einfach wenig dagegen machen. So Lockbird oder so, habe ich das Gefühl, ist nutzlos. Auch sowas wie die Büstels, die im nächsten Punkt jetzt sind, die sind auch komplett nutzlos, weil alle dein Monster Feuer sind. Also von daher, das ist dann nicht störend. Dann, es sind viele Antikarten spielbar in dem Deck. Man kann im Sideboard selbst Antispell und Co. spielen, stört dich nicht. Wenn du einmal dein Combo mit Turbulenzer gemacht hast, ist es sogar wichtig, dass du sowas hast, wenn du nicht gegen Spell Trap Removal verlierst. Dann hat man viele starke Main-Monster, die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut sind. So kann man quasi mit den Main-Monstern alleine, ohne dass man viele Sums aus dem Extra-Deck machen muss, schnell einen OTK schieben. Das ist schon sehr, sehr gut. Entschuldigung. Das Deck kann bricken, das ist auf jeden Fall ein Nachteil, weil man viele von diesen dicken Monster hat und um die zu beschwören, muss man natürlich manche Sachen einfach machen. Und das kann natürlich dann bricken. Es hat wenig Starter, das Deck. Das Deck hat natürlich auch den kleinen Hydranten als Starter, noch ein, zwei Spells, ne? Aber an sich so hat es deutlich weniger Starter als Unchained, Rescue Ace, Dragonlink und Co. Das fällt mir direkt auf. Dann, es verliert öfter auch mal Spiele gegen die Biro, das darf man auch nicht vergessen. Die Biro ist auch noch so eine Karte, die das Deck schnell mal aufhalten kann. Weil man in der normalen Kombo sehr viele Beschwörungen macht und wenn dann die Biro geflogen kommt, kann das natürlich sehr, sehr hart sein, weil man auch kein Omni-Gate oder ähnliches hat. Spell and Trap Removal sind relevant. Natürlich die Karten, die quasi gesettet werden mit Turbulenzer, betreffen vor allen Dingen Monster vom Gegner. Und wenn man dann Spell and Trap Removal, bevor man ein Monster hat, aktiviert, ist es natürlich deutlich einfacher, da durchspielen zu können. Und der nächste Punkt ist, das Deck braucht auch unbedingt noch Non-Engine zu der zusätzlichen Engine, um komplett den Sack zuzumachen hier. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Entschuldigung, so, jetzt habe ich es aber. Jetzt ist der Frosch da quasi rausgeflogen aus dem Hals. Der Austroschfrosch. Non-Engine, Pro und Contra.
Ash Blossom ist auf jeden Fall eine Karte, die man in der Non-Engine spielen kann. Die steht aber jetzt auch generell für Entraps, dass man auch in Permanence, Veiler und Co. spielen kann. Dann haben wir Ibli als Non-Engine, die wir quasi beschwören können, die dann natürlich dafür auch sorgt, dass der Gegner gar nicht so wirklich ins Spiel reinkommen kann, weil der Ibli da liegt und man keine Specials machen kann. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir Book of Eclipse, was man natürlich spielen kann. Babuska und Vella, man kann auf beides zugreifen im Extra-Deck, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Das heißt quasi, das Matchup gegen Friedhofsdecks ist dadurch auch noch ein bisschen stärker und wir haben als nächste Option noch Fenrir. Dann werden wir uns das Ganze anschauen, wenn es jetzt Contra quasi gegen das Deck spricht, dann haben wir auf jeden Fall dann Biru, wir haben Book of Eclipse, wir haben Featherduster, Book of Eclipse vor allen Dingen deshalb, bevor wir jetzt zu Featherduster gehen, Book of Eclipse deshalb, weil die Monster offen sein müssen, damit man die Spell und Traps aktivieren kann. Also man muss eine Rescue Ace Karte oder ein Rescue Ace Monster dafür kontrollieren. Deshalb ist Book of Eclipse dann gut, ne? Featherstorm ist ziemlich gut, um die Spelltraps vor den Monstern quasi, bevor man die selbst beschwört, zu zerstören. Das ist auch eine sehr coole Sache. Dann haben wir Ash Blossom, die natürlich auch sehr, sehr gut ist. Und wir haben Evenly Matched. Evenly Matched auch eine sehr, sehr gute Karte. Auf jeden Fall gegen das ganze Feld. Dann haben wir Sideboard-Karten Pro. Man kann Mistake and Rest spielen, wenn man searcht nach Runde 1 quasi nicht mehr viel. Da tut man quasi dann nur noch den OTK vorbereiten und das kann man auch, wenn man nicht searcht, das ist vollkommen fein. Man kann die Antimagischer Duft spielen, man kann Enemy Controller spielen, um noch Monster vom Gegner zu klauen, quasi OTK noch ein bisschen zu forcieren und schneller zu machen. Man kann Draw Lockbird spielen, das ist quasi so der Gegenpart von Mistaken Arrest, so dass man beides quasi da hat. Und man kann auch Dimension Barrier noch spielen, um dafür zu sorgen, dass auch nicht genug Beschwörungen aus dem Extra Deck dann quasi kommen und man das Spiel damit dann noch kontrollieren kann. Und mit den starken Monstern, die man selbst hat, die nicht aus dem Extra Deck kamen, ist es dann natürlich noch einfacher. Karten gegen das Deck ist quasi Blitzsturm, Featherduster, Book of Eclipse, hatte ich ja quasi schon gesagt, Darkhold und Evenly. Man konzentriert sich quasi darauf, vorher die Spell und Traps zu removen oder die Monster, sodass man quasi dann entsprechend durchspielen kann. Fazit. Rescue Ace kann sehr gut First gehen, man spielt Bricks, das ist auch etwas, was mir zum Beispiel in dem Deck nicht so gut gefällt. Es ist cool, aber es spielt diese ganzen Spell und Traps Bricks und das finde ich einfach nicht so geil. Man spielt viele Handtraps und Non-Engine, das finde ich cool, das ist super. Das Deck kann schnell OTK, das ist auch ein cooler Punkt, den ich cool finde. Braucht Rescue Ace Monster auf dem Feld, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist immer so ein bisschen, wenn du beides so Bedingungen hast, um Sachen zu aktivieren, das ist immer ein bisschen schade, aber an sich auch vollkommen fein. Verliert gegen Spell und Trap Removals. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, passiert, ne? Kann passieren, aber wenn man das entsprechend nach dem Sideboard unterbindet, kann man damit immer noch umgehen. Und der wichtigste Punkt, der quasi noch als letztes dazu kommt, ist, dass wir Babuska und Vella bauen können. Das sind auch noch Punkte, wo ich sage, das ist broken. Gehen wir rein in quasi die Listen, die wir jetzt hier haben. Wir haben einmal hier eine Liste, die jetzt aus einer Regional kam und das hier ist die Liste von Maximilian Reynold, der Second Place in Cancun bekommen hat. Und ja, das sind auf jeden Fall beides sehr interessante Listen. Wir sehen hier, dass da auch eine ordentliche Anzahl an Non-Engine-Karten gespielt wird. Über 12 Stück oder 14 Stück sind sogar, das ist schon eine gute Zahl. Ne? Dann haben wir hier noch im Sideboard relativ viele gute Karten, auch Enemy Controller und ähnliches, wie ich eben schon angesprochen hatte. Und dann haben wir hier in der Liste von Maximilian Reynolds Fangear, was auch cool ist. Wir haben die Ibli, die wir einfach mit Gigantic Sprite beschwören können. Und hier ist jetzt halt natürlich die Varianz gegeben, dass wir Dweller haben, wir haben Ibli und natürlich auch wieder Non-Engine-Karten. Sieht auch sehr, sehr interessant aus, der Bild. Mein Ranking noch kurz im Deck, weil das hatte ich leider übersprungen. Gebt mir das. Mein Ranking zu dem Deck ist 6 von 10. Ich sage, das Deck ist ein guter Pick. Man kann es auf jeden Fall spielen, aber am Ende denke ich, wird es nicht, dass die YCS gewinnen können, aber ich sage auf jeden Fall, dass es eine gute Top-Platzierung erreichen kann. Gehen wir zum nächsten Deck. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch eure Gedanken und Ähnliches in die Kommentare schreiben zu dem Deck, natürlich auch zu den anderen Decks, das freut mich sehr, dann können wir darüber noch ein bisschen diskutieren. Gehen wir zum nächsten Deck, das ist eins meiner Lieblingsdecks mit Sarkasmus und so. Flander. Es ist ein Anti-Deck, es macht selbst keine Specials und es sorgt natürlich dafür, dass Karten vom Gegner gebändigt werden durch Shifter oder durch quasi der Stree. Oder was man natürlich auch machen kann in dem Deck, man sorgt dafür, dass der Gegner gar nicht spielen kann mit Harpyias Featherstorm. Ziel ist quasi Empen plus Apex mit Dreaming Town zu machen, wobei hier man beachten muss, dass der Apex meistens im gegnerischen Zug erst kommt. Also in der Regel liegt Empen plus Dreaming Town
da und man hat selbst dann noch kleine Vögel auf der Hand. Man kann aber auch statt dem Apex Razor mit einem Zug machen oder dann auch den Featherstorm mit Shifter. Es gibt viele Anti-Karten, die spielbar sind, zum Beispiel Shifter. Aber auch der Featherstorm und natürlich auch andere Sachen, die man da noch als Anti spielen kann, auch gerade nach dem Seiten. Stärken und Schwächen. Viel Non-Engine spielbar auf jeden Fall. Das Deck kann viele Antikarten spielen, weil das eine ganz andere Spielweise hat als viele Meta-Decks aktuell. Es ist eher so ein Anti-Meta-Pick deshalb auch. Es kann mindestens 6 Pots spielen, man kann sogar teilweise 7 oder 8 spielen, je nachdem. Ne? Es ist günstig und leicht zu lernen. Also es ist günstig zu haben, auch leicht zu lernen noch zusätzlich, weil die Kombos an sich relativ easy sind und das Deck sehr, sehr linear ist. Und es hat generell auch ein starkes Game 1, dadurch, dass es quasi so viele Antikarten schon im Main-Deck spielt. Der Punkt, der ein bisschen gegen das Deck spricht, ist es sehr unkonstant. Das ist so ein Punkt, also was heißt sehr unkonstant? Das ist unkonstant. Das kann zwischendurch mal bricken, so wie Kashtira das auch gemacht hat, wenn du dann quasi keine Engine ziehst. Ist natürlich nicht so geil, aber passiert auf jeden Fall. Man verliert öfter gegen Backrow-Removals, wenn man Flanders spielt, weil man ja quasi Dreaming Town nur in der Main-Phase aktivieren kann und die dann auch durchkriegen muss. Und natürlich auch die Map kann relevant sein. Wenn man das quasi los wird, dann ist das natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger. Die Main-Deck-Monster an sich sind relativ schwach. Klar, Emden und Co. ist stark, hundertprozentig, auch Apex und Razor. Aber die kleinen Main-Deck-Monster, die meine ich, die sind relativ schwach. Das heißt, wenn man mit Permanence, Veiler oder Co. oder auch mal eine Ash auf die richtige Karte schmeißt, kann das schon sehr hart sein, wenn man dann quasi nicht weiterkommt und dort entsprechend aufgehalten wird. Das Deck verliert auf jeden Fall gegen Troll Nockbird. Kann man auf jeden Fall wenig gegen machen. Hält einen schon da sehr auf. Und das Deck braucht auch Non-Engine, um zu gewinnen. Sehr oft ist es so, dass du mit Featherstorm oder mit Shifter quasi gewinnst. Wo wir gerade auch in den Non-Engine-Karten sind, Pro dafür auf jeden Fall Ash Blossom, Shifter, Featherstorm. Das sind alles Karten, die quasi auch auf jeden Fall gut für deine Engine funktionieren. Und der große Vorteil ist, wenn man sowas wie Trust spielt, da kann man auch direkt Evenly und Dark Ruler noch zusätzlich spielen. In den meisten Listen sind jetzt 3 Trusts drin, ein Featherstorm, sodass man quasi direkt auf Evenly und Dark Ruler zugreifen kann, aber auch den Featherstorm hat, wenn man quasi First geht und eine Handtrap frisst. Sehr, sehr stark. Dann haben wir als Kontra-Karten quasi in der Non-Engine gegen das Deck, da ist aktuell auf jeden Fall dabei der Feather Duster, um quasi die Backrow zu clearen. Wir haben hier Ash Blossom, die ziemlich stark gegen das Deck ist, und auch Lockbird, der ziemlich stark gegen das Deck ist. Wir haben Talent, was ziemlich gut ist, und wir haben Book of Eclipse. Das sind alles Karten, die ziemlich gut dagegen sind. Book of Eclipse aus dem Grund einfach, weil du damit einen Emden mal verdeckt legen kannst oder auch versuchen kannst, den Apex zu negieren, hast du direkt den Negate raus. Klar kann der immer noch schauen, dass er quasi vorankommt, aber das unterbindet schon mal ein bisschen was und es sorgt natürlich auch dafür, dass er den Featherstorm vielleicht nicht aktivieren kann, wobei er ihn natürlich in der Regel einfach chainen kann. Talent ist auch sehr, sehr stark, weil die meisten Effekte müssen sich in der Main Phase aktivieren durch Dreaming Town und dann kann man mit Talents die richtigen Karten einfach übernehmen oder zum Beispiel 2 Karten ziehen, um doch nochmal das Out zu ziehen. Dann haben wir Sideboard-Karten Pro und Contra. Hier ganz klar Pro, noch mehr Featherstorms zu sein, weil die Karte ist einfach komplett unfair und Turn Skip. Dark Ruler kann man mehr sein, um quasi auch Gory Second voranzukommen, auch Evenly. Man kann Thrust sein, wenn man die nicht schon Main spielt. Und Dark Hole, um auch quasi das Feld vom Gegner wirklich zu rapen und dann selbst spielen zu können und sein eigenes Board aufzubauen. Wir haben Blitzsturm, der als Kontra gegen das Deck auf jeden Fall sehr gut ist, wie Featherstorm. Hier konzentrieren wir uns auch darauf, dass wir quasi die Spell Traps vom Gegner zerstören, um dann heranzuspielen zu können. Dann ist das nächste Ziel, dass wir hingehen und sagen, okay, wir sorgen dafür, dass er vielleicht gar nicht in die Engine kommt. Das heißt, das sind unsere beiden Optionen, erst Spell Traps oder generell Spell Traps zu zerstören oder dafür sorgen, dass er nicht in die Engine kommt oder weitermachen kann. Fazit kurz zu Flander. Flander kann sehr gut First und Second gehen, weil es halt auch diese ganzen Second-Karten spielt und auch nur wenig Karten in Anführungsstrichen zum Selbstspielen braucht. Davon spielen sie aber nicht genug. Das ist der Grund, warum es ein bisschen brickt, was auch der nächste Punkt hier ist. Es kann bricken. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger teilweise. Spielt viele Boardbreaker-Karten, eine coole Sache auf jeden Fall. Spielt viele Anti-Karten, Shifter und Co., auch eine coole Sache. Braucht die Map und Non-Engine, um da quasi Fuß fassen zu können im Spiel. Und verliert auch gerne mal gegen Spell- und Trap-Removals. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann noch ein ganz harter Punkt, der auch eigentlich auf jeden Fall eine große Schwäche ist. Es kann das Extra-Deck nicht wirklich benutzen. Klar, für Prosperity und Extravaganz benutzen wir das Extra-Deck, aber das war's.
Für alles andere geht's leider nicht. 6 von 10 in meinem Rating. Und jetzt schauen wir uns gerade nochmal zwei Decklisten an. Wir haben hier eine Deckliste, die interessant ist, und wir haben hier die Deckliste, die, glaube ich, erster geworden ist in Cancun. Beides, man sieht eigentlich, die sehen relativ ähnlich aus. Hier werden noch mehr Featherstorms gespielt, hier wird mehr auf Frust geschaut. Natürlich, das ist so ein Punkt, wenn man Frust spielen möchte, ist das Deck natürlich nicht mehr so günstig, wie ich am Anfang gesagt habe. Aber wenn man ohne Frust spielt, dann ist es relativ günstig. Ansonsten brauche ich ja viel nicht zu sagen. Das Deck gibt es ja schon mehrere Jahre sozusagen. Und es ist ja schon länger bekannt. Und es ist relativ linear. Das heißt, wenn man ein, zwei Mal dagegen gespielt hat, weiß man, was abgeht. Und das ist so ein bisschen das, ja, ich weiß nicht, das Enttäuschende, wenn ich dagegen spiele, sondern ich sehe meistens, okay, ab dem Punkt habe ich gewonnen oder verloren. Und das nimmt so ein bisschen die Überraschung dann quasi raus. Was haltet ihr von Flander? Findet ihr das Deck gut? Findet ihr, dass es ein guter Pick für die YCS? Oder was sagt ihr dazu? Ich freue mich dazu, wenn ihr dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren lasst. Wir werden uns im nächsten Video sehen, da sprechen wir über die nächsten Decks. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, macht was draus und viel, viel Spaß. Haut rein, Jungs.